Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den QVC Beauty Adventskalender. Ja, sie haben es wieder getan. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der QVC Adventskalender kostet 49,95 Euro zuzüglich Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro. Ich habe den letztes Jahr schon ausgepackt, das war auch so eine DIY-Variante. Der war halt so durchwachsen, ne? Ich fand den halt irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht und weiß ich auch nicht. Dieses Jahr gucken wir mal rein, was sie da wieder drin haben werden. Den vom letzten Jahr gibt es immer noch zu kaufen und jo, ich bin gespannt, was hier drin sein wird. Muss ich wirklich sagen. Beauty-Produkte auf jeden Fall, ne? Hoffentlich auch irgendwie von bekannten Marken oder so. Mal schauen. Ich werde die Produkte hinten auf Erwin wieder draufstellen, dass wir uns die Produkte auch einfach angucken können. So ein bisschen auch verhältnistechnisch, ne? Und hier haben wir dann einmal den Blick rein. Es ist so lieblos. Ich finde, es ist immer so lieblos. Wirklich, oder? Wirklich. Wirklich. Aber gut, ja. Wir machen das Ganze hier gemeinsam, Leute. Da müssen wir jetzt zusammen durch. Ich starte hier mit diesen. Die sind wirklich hübsch. Die sind auch irgendwie hochwertig. Das sind so Tütchen. Da hast du auch schon die Zahlen draufkleben, ne? Die mag ich gerne leiden. Die sehen wirklich klasse aus. Die kannst du für alles Mögliche verwenden. Ob du jetzt diese Produkte da reinpackst oder irgendwelche anderen. Da hast du hier auch so Kordeln mit dabei. Das ist schon hochwertig gemacht. Wenn ich jetzt so an den Essence DIY Adventskalender denke, ist das definitiv schöner. Aber das kostet ja auch ein Vielfaches von dem, muss man sagen. Ne? Dann, das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch nicht mit dabei, haben wir hier ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist quasi. Ne? Und da sind die Produkte aufgeführt mit Informationen dazu. Mensch, das ist positiv. Das habe ich letztes Jahr nämlich moniert. Vielleicht hat QVC sogar mein Video gesehen. Wäre ziemlich witzig, oder? Ja, und jetzt habe ich hier sehr, sehr wild durcheinander die ganzen Produkte. Und ich gucke hier einfach mal durch. Als erstes habe ich hier von M. Asam die Vitamin C 3 Minuten Peeling Maske. Matcha und weiße Tonerde, tiefenreinigende Gesichtsmaske, vitalisiert und belebt die Haut und so weiter und so fort mit Vitamin C und Gold. Jo, sowas ist eine schöne Geschichte und ich vertrage eigentlich diese Vitamin-C-Reihe von dem Asam nicht ganz so gut, ne? Aber vielleicht die Maske muss ich mal ausprobieren, das ist ein Zweier-Sachet, sowas finde ich auch immer ganz schön. Hier musst du halt nur aufpassen, weil das ist ja eine Peeling-Maske. Du hast hier dann ein, wie nennt sich das denn, ein chemisches Peeling. Also da muss man nochmal ganz genau nachgucken, welche Inhaltsstoffe da drin enthalten sind. Und dann würde ich das auch gerne mal ausprobieren. Wenn da irgendwelche Sachen drin sind, die ich jetzt während der Schwangerschaft nicht verwenden darf, dann halt erst später. Altersempfehlung ist von 25 bis 65. Immer fast charmant von Emma Asam, das drauf zu schreiben. Ne? Dann habe ich hier das, also ich finde schon mal gut, dass wir eine Marke drin haben, die wir kennen. Elizabeth Grant habe ich hier drin. Ich glaube, die waren letztes Jahr auch drin. Caviar Cellular Recharge. Super Body Cream. Okay, wow, 60 ml haben wir hier drin. Eine super Körperlotion. Okay, die soll dann unsere Haut verjüngen wahrscheinlich. Ne? Ja, ist gut. Auf jeden Fall in dem Adventskalender gut aufgehoben. Dann habe ich hier was drin von Sumé, die Sachets. Antitranspiranttücher. Hatte ich letztens auch erst in der Box drin. Ja, in der Box, ne? Und habe ich auch, als ich ja vor Glow war, dazu bekommen, als ich mir dieses, nicht Parfum, Quatsch, das Deo gekauft habe. 8,5 ml sind hier drin. Und ja, das ist halt so richtig antitranspirant, dass du nicht mehr unter den Achseln schwitzt. Gedönsen, ne? Finde ich ganz cool. Ich mag diese Tücher nur einfach nicht so gerne. Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Dann habe ich hier als nächstes drin Rise La Botica Skin Soft Mask. Mit Reis, Sugar Maple und Kamille, Leaders in Solution. Das dürfte ja eine Gesichtsmaske sein. Einfach eine Tuchmaske. Das sieht sehr ansprechend aus. Tuchmaske mit Reis drin mag ich auch immer ganz gerne. 10 bis 20 Minuten lässt du das auf deinem Gesicht und dann hast du wunderschöne Haut. Das finde ich klasse. Sowas mag ich gerne leiden. Das wird auf jeden Fall seine Anwendung finden. Das ist halt die zweite Maske, aber ich greife ja auch einfach so rein. Ne? Dann habe ich hier von Ahuhu, auch das bekommt ihr bei M. Asam, Organic Hair Care Volume Shampoo Bamboo, sichtbar mehr Volumen mit Bambusextrakt, ohne Silikone, 75 ml. Also das ist auf jeden Fall ein Produkt, was man sehr gut finden kann, muss ich sagen. Weil Ahuhu hat schöne Haarpflegeprodukte und ja, deswegen, also meine Haare kommen da auch wirklich gut mit klar. Ich habe aktuell das mit Keratin in Anwendung, genau, sehr cool. Ein Haarprodukt.
Siehst du wohl, dann kommt das zu Körper und das kommt Haar. Ich mache hier so, ne? Gedünsten hin. Dann habe ich hier Manuka Health drin. Manuka Honig 50 Gramm. Sowas wird jetzt nicht allzu günstig sein, weil Manuka Honig ist ja schon sehr hochpreisig. Das kann man sich jetzt gerade natürlich dann in der Winterzeit auch schön in den Tee reinrühren oder so, ne? Oder sich das dann irgendwie sonst irgendwie in eine heiße Zitrone oder so reinmachen. Ich glaube, das kommt auch ganz gut, soll ja auch sehr antiseptisch wirken. Deswegen ist es eine ganz gute Geschichte. Ja, ich weiß gar nicht, 50 Gramm genau. Ja, ist eine kleine Größe, ne? Sowas in einem Beauty-Adventskalender brauche ich persönlich jetzt aber nicht unbedingt. Dann habe ich hier drin dekorative Kosmetik von Isadora. Lip Desire Sculpting Lipstick in der Farbe 74 Divine Red. Das ist so ein klassisches Weihnachtsrot, was es so in Adventskalendern immer mal wieder geben wird und auch gibt. Ja, kann man machen, ne? Ich finde es halt, dadurch, dass ich so viele Adventskalender auspacke und dann halt recht viele von diesen weihnachtsroten Lippenstiften in den Fingern halte, irgendwann halt auch recht langweilig, ne? Weil man macht ja auch irgendwie jedes Jahr sonst dann als regulierer Konsument einen Adventskalender auf und denkt sich dann so, ja, roter Lippenstift. Also ich trage die gerne, ne? Auch jetzt gerade zum Adventskalender auspacken oder auch in der Adventszeit an sich. Aber ja, ist okay. So einen süßen kleinen Mini-Waschi habe ich hier drin. Ein Toner-Pad ist das. Ach, guck mal. Damit kannst du dann deinen Toner auftragen. Ist süß, ne? Ist jetzt vielleicht die Hälfte oder ein Drittel von einem generellen Waschi, würde ich sagen. Fühlt sich schön an. Ich mag die Waschis gerne leiden. Die kommen ja auch von der Höhle der Löwen. Ich habe einige Waschis tatsächlich bei mir auch im Badezimmer, die ich immer wieder in Anwendung nehme. Schön. Brauchbares Produkt. Ist eher ein Füllprodukt, aber trotzdem ein schönes Produkt. Dann habe ich hier für Haar- und Kopfhaut Süßgras Trockenshampoo, Sweetgrass Dry Shampoo. Der fabelhafte Garten von Margot Schmidt. Guck, Margot, hast du uns hier so ein Trockenshampoo reingepackt? Das ist ja nett. Ich verwende kein Trockenshampoo, weil ich einfach damit nicht klarkomme und das meine Kopfhaut auch nicht so mag, glaube ich. Nö, da wasche ich mir lieber alle zwei Tage die Haare und fertig ist die Laube, ne? Nee, mag ich nicht so gerne. Aber ich weiß, viele von meinen Freundinnen mögen Trockenshampoo, deswegen läuft es halt auch, ne? Irgendwer wird das sich safe drüber freuen. Kann man auch so mit reinpacken. Die Marke sagt mir jetzt aber ehrlich gesagt nichts. Die Marke sagt mir aber was. Elizabeth Arden White Tea. Eine Handcreme, auch die kann man gut gebrauchen. Pure Indulgence 30 ml haben wir hier drin. Und das ist auch ein Duft. Also, ne, das Parfüm davon habe ich auch schon mal leer gemacht. Das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Und das als Handcreme kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Doch wohl, ne? Dann habe ich hier, Nahrungsergänzungsmittel. Dr. Med Sebastian Pleuse Immun IQ Zink für jeden Tag mit Zink, Vitamin C und D. Und das kann man alles machen. 45 Kapseln sind hier drin enthalten. Aber ich finde einfach, dass sowas nicht in Adventskalender reingehört. Sowas gehört nicht in eine Beautybox mit rein, weil ich einfach sowas schwierig finde. Ne? Weil, ganz ehrlich, wenn mir eine Freundin diesen Adventskalender basteln würde und ich dann das in einer, keine Ahnung, 18 drin hätte oder so, so, hä, warum soll ich jetzt Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Vertrage ich die überhaupt? Ist das überhaupt was für mich? Hm. Und bis du davon überhaupt einen Effekt merkst. Ich mag das nicht. Also ich mag es nicht, dass sowas generell in solchen Sachen drin ist. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde es wirklich schwierig. Dann habe ich hier von L'Occitane etwas drin. Eine Handcreme, 20% Shea Butter, 10 ml für trockene Haut. Jo, sowas ist schön. Das kann man auf jeden Fall sich gönnen. Die L'Occitane Handcremes mag ich auch gerne leiden. Habe ich aktuell auch eine von den Anwendungen. Das ist gut. Aber es ist die zweite Handcreme, Leute, ne? Das finde ich dann schon wieder blöd. Dann habe ich hier ein kleines Produkt drin, Pericone MD. Ich glaube, das war letztes Jahr auch drin, oder? Jedenfalls sagt die Marke mir so ein bisschen was. Cold Plasma Plus Advanced Serum Concentrate, 15 ml. Ich glaube, das war auch relativ hochpreisig, wenn ich mich richtig erinnere. Joa. 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 Ne? Cold Plasma Plus. Da müsste man sich dann natürlich noch einlesen, was genau das ist und wozu das beitragen soll und so. Das macht dann natürlich Sinn. Soll dann ja auch ein Serum sein, stand da ja drauf. Ne? Das kann man ja hier nachgucken.
morgens und abends großzügig auf die gereinigte Gesichtshaut auftragen. Spezialpflege. Hinweis: anschließend ein Dr. Perricone Treatment und/oder eine Feuchtigkeitscreme anwenden. Ach so, viel mehr steht da gar nicht drin. Die Inhaltsstoffe sind hier so aufgeführt. Ja gut, ach, aber was schön ist, Leute, hier sind Preise aufgeführt. Oh, QVC, vielen, vielen Dank. Ihr nehmt mir damit echt ganz schön viel Arbeit ab, ne? Das ist nämlich echt super viel Arbeit, wenn man sich immer wieder hinsetzt und dann zu allen Adventskalendern die ganzen Preise raussucht, Leute. Manchmal muss man das ja auch schätzen, ne? Das ist nicht so leicht, aber ich mache es gerne, ist ja mein Job. Genau, ja, aber das ist ein Gesichtsprodukt, das kann man, es ist okay. Dann habe ich hier von SBC Skincare Vanilla and Wild Chestnut, süß, Moisturizing Gel Face and Body. Aha, Chestnut, Haselnuss? Weiß ich nicht, 100 Milliliter sind hier drin. Das sollst du dann auf dein Gesicht und deinen Körper geben. Also ich würde es wahrscheinlich eher für den Körper verwenden, weil mein Gesicht ist mir sehr heilig. Da kommen echt nur sehr ausgewählte Sachen drauf, Leute. Aber für den Körper, okay. Sehr interessant. Ich will mal eben dran schnuppern. Riecht irgendwie auch sanft angenehm, ne? Ja, muss man mal gucken. Ja, okay. Das ist ein Körperpflegeprodukt für, in meinen Augen dann. Dann habe ich hier was drin. Daily Clean Lash for Lash Lovers. Der sanfte Reiniger mit frischem Apfelduft zur täglichen Reinigung und Entfernung des Augen-Make-ups. Auch bei einer dauerhaften Wimpernverlängerung geeignet. Mhm. Das ist nicht verkehrt. 5 Milliliter sind hier drin. Ich bin ja nämlich eigentlich so ein Fan von... das ist total witzig, sowas habe ich noch nie gesehen, Leute. Totaler Fan von Double Cleansing, aber das werde ich mal ausprobieren. Es ist irgendwie innovativ, dass man sagt, Mensch, sprüh dir das doch einfach auf die Wimpern so drauf und dann kannst du die auch ordentlich sauber machen, ne? Cool. Ja, gehört zum Gesicht. Dann habe ich hier ein Produkt drin, das so blau ist. Beate Jonen Skin Like. Also viele Marken sagen mir wirklich gar nichts, ne? H+ Hyaluron Intelligence New Dimension Face Cream. 30 Milliliter haben wir hier drin. Und das ist eine pflegende Gesichtscreme. Mhm, ja. Gesicht, Hals, Dekolleté. Da muss man halt genau mal gucken, was dazu alle machen soll, ne? Aber mit Hyaluron können eigentlich viele das auch verwenden. Ja, ja. Okay. Hier habe ich noch ein bisschen Naschi, Bio und Vegan. Wow, Kakao, Green Panda, Organic Raw Bar mit Kakao und Mandeln. Da ist ein Naschi mit drin. Also ich werde das mitnehmen, weil ich jetzt, nachdem ich dieses Video gedreht habe, einen Tag später fahre ich nach Berlin. Wenn ihr das Video seht, dann bin ich schon wieder zu Hause, ne? Wahrscheinlich. Und ja, sowas kann man einfach für unterwegs sehr schön mitnehmen. Dass wenn ich daheim meine Heißhunger kriege, ne? Gerade in der Schwangerschaft, hat man das oft, kommt das ganz gut. Gehört aber nicht in einem Beauty-Adventskalender. Meiner Meinung nach. So, hier habe ich ein Pöttchen von Satin Naturel. Organic Bath Bomb, Mellow Blossom, eine Bio-Badekugel mit Malvenblüte. Ja, kann man machen, definitiv. Ne? Badebomben sind immer gern gesehen, würde ich mal so sagen, in Adventskalendern. Ich selber habe keine Badewanne, 50 Gramm habe ich hier drin. Aber ich gebe das gerne weiter. Ich weiß zum Beispiel, meine Stiefmama, die badet richtig, richtig gerne. Und das ist so schön, wenn du da so Blüten mit drin hast. Leute, ist das schön. Oh, das macht mich ganz neidisch. Richtig, richtig, richtig hübsch. Und dann kannst du wie Kleopatra in so einem... Riecht nach ungefähr nichts. Doch leicht blumig tatsächlich, aber nicht aufdringlich. Mag ich gerne leiden. Jetzt habe ich eine lila Nase, ne? Läuft. Und, nee, mag ich wirklich gerne leiden. Und dann liegst du da wie Kleopatra in so einem Blumenblütenwasser. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Sowas mag ich. So, weiter gucken. Was haben wir hier? Purlu. Bei Frauke Ludowig. Ach, guck mal, die Frauke, die kennt man doch. Natural Skin Lift Ultra Protect 24 Stunden Cream ist das, 30 Milliliter. Und die kannst du abends und morgens verwenden, je nachdem, wie du so möchtest. Das finde ich auch schön. Jo, Frauke, wusste ich gar nicht, dass die auch eine Marke hat, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Ein bisschen mitgenommen, die Tube. Aber, jo, kann man sich mal angucken. Das ist jetzt die zweite Gesichtscreme, ne? Dann habe ich hier noch etwas drin, auch von SBC Skincare, Lotus Flower Intimate Wash. Das wird verwendet, denn mein Intimate Wash ist fast leer. 100 Milliliter haben wir hier drin. Ach, das finde ich klasse. Denn du solltest ja auch für deinen Intimbereich immer extra eine andere Waschlotion verwenden, ne? Weil anderer pH-Wert und so.
Das finde ich klasse. Und der Name Lotus. Eigentlich sollen solche Sachen ja nicht parfümiert sein. Das soll ja eigentlich nicht so gut sein, ne? Ja, muss ich mal gucken. Wird schon funktionieren hier mit uns beiden. So. Dann habe ich etwas drin. Und zwar ein Augenserum von M.Asa Magic Care Perfect Eye Serum. 7 ml sind hier drin. Auch das ist ein Produkt, was gar nicht mal so günstig ist, ne? Also das ist, ich glaube, so ein extra Augenprodukt, was du halt nehmen kannst, was dir halt so richtig die Augen auch liftet. Und oh mein Gott, bin ich am Schwitzen. Hui! Entschuldigung, falls meine Augen sich irgendwie Richtung Boden bewegen. Hier sind es 30 Grad und unter der Mütze sind es bestimmt 100. Nee, das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Bekannte Marke. Hier mit drin ist eine Reisegröße, aber trotzdem ist es eine anwendbare Größe, weil 7 ml bei Augenprodukten ist echt immer ganz gut. Ich finde es gut. Schön. So. Ich habe aber noch mehr. Nicht viel, aber ein bisschen. Lupinen-Protein-Shake. Nein, das gehört auch nicht mit rein hier. Mann, 18 Gramm. Es ist mir einfach zu viel Food hier. Das muss echt nicht sein. Barbara Klein, ja. Ist bestimmt ein super Produkt, ne? Aber das gehört für mich nicht in den Beauty-Adventskalender. Wirklich nicht. Immer noch nicht. Nöle ich immer weiter. Höre ich auch nicht auf mit. Beate Jonen, alles Liebe. Nein, doch, alles Liebe. Nein. Aus Liebe zum Leben. Gute Nacht. Vanillegeschmack. 3 Lutschtabletten. Ja, Beate. Das gehört auch nicht in einen Adventskalender mit Beauty-Produkten, oder? Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Der positive Effekt stellt sich ein, wenn vor dem Schlafengehen 1 Milligramm Melatonin aufgenommen wird. Ja, auch das noch. Das sind nicht nur Lutschtabletten, halt, dass du quasi lutschmäßig irgendwelche Halswehgedönsen wegmacht, sondern du hast hier wirklich Einschlafhilfen. Nee, das finde ich nicht gut. Und jetzt habe ich hier das letzte. Botanicals, Treasures of Flora, Grüntee, Sencha, Kurkuma, Maracuja. Hätte schon wieder was zu essen, zu trinken. Das ist ja super. Ich weiß jetzt nicht. 10 Gramm sind hier drin. Aus Wiesbaden kommen die. Das ist schön. Das ist ein Tee. Tee kann man gebrauchen, aber Leute, es ist nach wie vor ein Food-Produkt und es gehört nicht in einen Beauty-Adventskalender rein, oder? Also vor allem sind so viele Food-Produkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Food-Produkte. 6. Das ist viel. Für einen Beauty-Adventskalender viel zu viel. Mann, also ja, also das wären jetzt hier so die Produkte. Wir haben schön was für den Körper. Wir haben ein dekoratives Kosmetikprodukt, was ich für Beauty echt wenig finde. Es ist wirklich mau. Vor allem, weil die auch mit M.Asam zusammenarbeiten. Ne? Ich meine, gut, die haben hier zwei Asam-Produkte und ein Ahuhu-Produkt drin. Ja, ein bisschen was für die Haare, ein bisschen was fürs Gesicht. Also mir fehlt da ein bisschen mehr Beauty für den Beauty-Adventskalender, Leute. Schreibt mir mal gerne, wie ihr das seht, unten in die Kommentare rein. Aber ich finde, auch dieses Jahr hat sich der QVC-Adventskalender nicht verbessert. Abgesehen von den Tüten, die finde ich wunderschön. Und den Kordeln, ne? Die sind echt hübsch. Aber der Inhalt, kann ich jetzt so nicht empfehlen, muss ich gestehen. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem QVC-Adventskalender aus dem Jahre 2022. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du gerne, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.